Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New World. Wir sind jetzt mal hier runtergelaufen und ich habe jetzt mal die Folge hier angefangen, weil hier hinten ist ja schon ein Gespenst. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon dazu gehört. Sieht aber gerade nicht so aus. Aber in den meisten Fällen war das so. Also ich wollte noch nicht zu nah rangehen, ohne dass die Folge gestartet ist. Aber ist ja auch nicht schlimm, denn es ist ja hier direkt die Insel. Und genau. Als nächstes gehen wir dann zur 4, rufen uns dann zurück, reisen dann hierhin, geben da die Quest ab, geben da die Quest ab und sind fertig. Hoffentlich. Also nicht mit dem Spiel, aber mit diesem Gebiet hoffentlich. Flaschenblitz. Sammle Essenzen des Wassergeists von... Heute vom Wassergeist. Essenz des Wassergeists. Viele Quests machen einfach das genau dasselbe. Also ich musste hier schon mal diese blauen Geister erledigen. Es wiederholt sich irgendwie immer. Wieso ist jetzt eigentlich hier auf dieser Insel Verderbnis? Ich bin mir sicher, in der vorletzten Folge oder so war das noch nicht so. Da bin ich mir zu 100% sicher. Schon wieder 12 Geschenke. Mensch, das geht ganz schön schnell. Drei von 5. Hier ist noch ein Geist. Da ist aber auch noch ein Geist. Nehmen wir doch die hier. Also, da steht, empfohlene Stufe, Zottstab Rang 2 und 35. Deswegen frage mich gerade, können wir das hier besiegen? Ich bin weg. Die haben goldene Namen. Ich will sie nicht riskieren. Es ist ein Geist hinter mir. Ist auch nicht so sonderlich gut. Ich laufe jetzt einfach bis zur Quest 2. Wir müssen zurück. Mein Instinkt sagt mir gerade, wir müssen zum tosenden Geist. Das sind wahrscheinlich die gelben. Aber das Gute war, es hat sich alles hier beruhigt, nachdem wir... ...weggelaufen sind. Jetzt von 5.
Hä? Das verbreitet sich ja immer mehr. Ich war doch hier gerade. Ich war doch hier gerade gewesen. Vor, weiß nicht. Minute. Und da war das noch nicht. Habe ich irgendwo vergessen, das einzusammeln? Hier vorne, oder? Ja. Nee. Hä? Habe ich mich irgendwo verzählt? Habe ich irgendwas wirklich ver... Da war vor einer Sekunde noch ein Baum. Aber egal. Wir suchen jetzt einfach nochmal eins. Oder finden den Sack. Beutel. Versperrter ein. Verderbter Monolith. Junge, das verderbt mir hier alles gerade um mich herum. Auch nicht so geil. Ich hoffe, ich komme gleich noch von der Insel. Das ist die einzige Hauptsache. Ich will nicht so wie Servers weit mich dann fühlen. Dass ich plötzlich auf einer tropischen Insel hier hänge und nicht wegkomme, weil alles verderbt ist. Eine Kiste. Come on, ich brauche noch einen gelben. Hier war noch einer. Ah, hier ist auch einer. Entweder ich habe mich verzählt, irgendeiner hat was nicht gedroppt, oder ich habe an irgendeinem das übersehen gehabt. Haben wir fertig. Und jetzt die letzte Quest, die als Nebenquest markiert ist oben mit Münzwurf. Und dann haben wir eigentlich nur noch Abgabequests. Und zwar da, da und da. Und da. Und wer weiß, weiß nicht, ob das mit meinen Schätzungen innerhalb der letzten Folgen wie soweit stimmt, dass ich hatte ja irgendwas mit 2 oder 3 oder 5, weiß ich nicht mehr, Folgen gesagt, bis wir hier fertig sind mit den Nebenquests. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, inwiefern ich das tatsächlich jetzt ja, gut geschätzt habe. Oder nicht. Wie viele Folgen ich jetzt nun gebraucht habe. Die Liedergeister sind schwerer als die gelben. Nicht orange, gelben. Und die sind aber wiederum schwerer als die blauen. Ob es wohl dann irgendwann noch eine weitere Farbe gibt? Wahrscheinlich. Ich sollte nur hier gut sein. Euer Ernst? Ich sollte nur gut hier. Ich bin jetzt aber hier. Und ich will da rüber, beziehungsweise ich will Landmark aufdecken. Ich will wissen, ob das ein Elite-Bollwerk ist. Das sieht nämlich so aus. Grenzlose Insel. 31 nur. Okay, krass. Und das Lustige ist, dieses Bild von dieser Brücke wurde gar nicht aus diesem Gebiet gemacht. Das ist nämlich dieser Fels, der hier so ist. Hier die Verbindung zwischen diesem und diesem. Das wurde von hier gemacht, aus dem anderen Gebiet. Käfer. Ich rechne ja immer noch damit, dass hier die restlichen Zettel sind.
jeden Fall alles voller Sumpfkäfern. Nach Zelle sieht es hier irgendwie nicht aus. Ne? Tür ist auch zu, Fenster sind auch verriegelt. Hier, selbst hier sind die zu. Hier sind sogar eher... Oh, Nahrung ist gerade wieder ausgelaufen. Irgendwie Bretter runtergefallen von oben dran oder so, die Verkleidung. Ne? Ein überranntes Piratenlager. Bis jetzt habe ich aber keine Piraten gesehen, nur Käfer. Selbst hier keine. Okay. Hier wird's anders. Die Helligkeit wurde ganz anders. Hier gibt es hier diese teuren Bäume, also beziehungsweise Stufe 100. Und so halt. Ich habe das Gefühl, dafür, dass das so detailliert ist, dafür ist das viel zu harmlos. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das könnte schlimmer werden. Hat der mich entdeckt oder? Ich näher mich dem Ganzen ganz, ganz vorsichtig. Und feier. Bitte, das ist relativ easy. Vereinigter Krieger. Keine Ahnung, was mit dem los war. Was ist das für ein Schimmer? Ich habe das Gefühl... Also irgendwie habe ich die ganze Zeit so das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Ich habe so das Gefühl, das ist die World Border. Ja, also... Ja... Ich will jetzt nichts sagen, aber es scheint so... Ich habe es einfach... Ich habe es einfach an die World Border geschafft. Das ist so ein Jut. Tja. Da hätte ich den heutigen Titel und den heutigen, das heutige Thumbnail schon mal gefunden. Und die Zettel, weiß nicht, ob die hier noch sind. Es sind halt alle Häuser irgendwie verriegelt. Fast. Oder? Aber die Mobs droppen nichts. Es sind auch kaum irgendwie Mobs da, die irgendwie besonders schwierig sind. Es hört sich gerade so an, wie ob könnte der explodieren. Ich hätte es gerade noch aufgehalten. Tschüss. Ich sollte hier nicht sein. Ich mache mich so schnell ich kann auf allen 4 bis 5 bis 6 Beinen, was auch immer, auf dem Weg und hau hier ab. Tschüss. Oh, es wird heller.
halber Herzinfarkt. Ich habe nicht genau gesehen, was es war, aber es war sehr high level. Es war, glaube ich, noch mehr high level als Gren. Und selbst den können wir, glaube ich, noch nicht umhauen. Dieses laute Grölen, es hörte sich nicht nach dem Geist an. Und es war auch nichts in der Nähe. Ich laufe einfach nur. Ich laufe jetzt. Ich weiß halt nicht, ob dieser große Typ hinter mir her ist. Der kann ja anscheinend durch alles durchgehen. Man kann sich auch noch nicht mal im Haus verschanzen. Der geht einfach da durch. Also sprich, überall wo ich lang gehe, könnte er auch lang. Also das mit dem Schiff, da hinten war ich ja. Gerade. Ich war tatsächlich hier bei dem Schiff hier hinten. Bin hier durchs Tor gegangen. Da stand er. Der Albtraum in Person. Was eigentlich nicht so schlimm gewesen wäre, wenn ich umgehauen worden wäre. Denn wir müssen uns so oder so in den Gasthof zurückrufen. Ja. Denn wir haben alle Quests, die es in diesem Gebiet jetzt aktiv gibt. Alle Nebenquests. Haben wir gemacht. Alle. Wirklich alle. Ich glaube sogar wirklich 100% alle. Wo die restlichen Zettel sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind da, wo ich am wenigsten suche. Und zwar in der Stadt. Wir gucken gleich mal in der Gaststätte. Denn in den letzten Dörfern war immer, oder in Städten, war immer in der Gaststätte ein Zettel. Wenn nicht sogar zwei. Deswegen gucken wir da nochmal kurz gleich, ob da vielleicht Zettel liegen. Auch im Rathaus, da könnte auch ein Zettel liegen. Wir sind sogar in der Gaststätte. Wenn ich nicht so hier rumholpern würde. Okay, hier tatsächlich diesmal anscheinend nicht. Hier auf diesem Nachttüchen lag in Korinth zum Beispiel einer. Natürlich wäre es langweilig, wenn die immer gleich Stelle das tun. Aber hier sieht es so aus, ob wäre hier gar kein Zettel. Gucken wir gleich mal Rathaus. Danke, dass du mir diese Proben zurückgebracht hast. Dann wollen wir mal ihr Potenzial freilegen. Mit etwas Glück helfen sie gegen die Verderbnis. Wann erfahren wir das? Wir müssen auf den nächsten Ansturm der Verderbten vorbereiten. Und sie lassen uns bestimmt nicht in Ruhe, nachdem sie unser altes Fort eingenommen haben. Stufe 49. Die Quest ist fertig. War sehr aufschlussreich, sie zu untersuchen. Keine neue Nebenquest. Das beruhigt mich schon mal. Also bis jetzt keine neue Nebenquest. Oho, dann sind die Gerüchte also wahr. Jetzt weiß ich, wo der Tara ist. Auch ohne Trosthilfe. Trosthilfe. Er glaubt, der berührte Taler bringt Pech. Meinst du nicht? Das ist eine Frage der Perspektive. Er glaubt, der Taler habe ihm Pech gebracht und sei schuld, dass er hier gelandet ist. Ich bin allerdings der Ansicht, dass sein Schiff großes Glück hatte, nicht gesunken zu sein und dass er das dem Taler zu verdanken hat. Trost möchte also, dass du den berührten Taler wieder beschaffst. Benjamin ist ein harter Brocken. Wenn er das Glück des Talers hat, dürfte er es schlecht für dich aussehen. Das hört sich nach einer neuen Quest an. Aber
ich befürchte gerade Schlimmes, wenn ich auf das Kompass-Ding gucke. Komme ich eigentlich in das Rathaus rein? Ich wollte da nach dem Zettel gucken. Ich habe zwei neue Quests entdeckt. Hier schon mal nicht. Vielleicht hier drüben eine Kiste oder... Ne, okay. Hören sollen. Ich wusste doch, dass es eine Quest gibt. Wir hatten eine Abmachung. Ja, unser Pirat und unter Piraten mit meiner alten Mannschaft. Diese Wurmschwur-Piraten haben die Vorräte anderswo geraubt. Sie wurden zu Verlorenen und brachen ihr Wort. Aber ich weiß, wie ich das meiner alten Mannschaft Heimzahl. Bitte birgt die Papiere aus der Galionsfigur und unseres alten Schiffes. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt tatsächlich die Quests unten sind. Kann man annehmen. Moment, ich muss ganz kurz was erledigen. Es hängt irgendwie gerade alles. Dauert deswegen länger. So. Erledigt. Jetzt können wir weiter. So. Hast du was gehört? Nee. Lass mich raten, es ist unten. Oder? Es ist wirklich unten, aber es ist da. Dann nehmen wir mal die nächsten Vergas. Ich hoffe, das endet jetzt nicht so, dass es wieder unendlich Quests gibt. Ich bin wirklich dankbar für die Proben von dir. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Ausbreitung der Verderbnis einzudämmen. Warum flackerte es da gerade? Da das jedoch das erste Mal ist, dass ich so etwas tue, würde ich es lieber zuerst erproben. Klingt gefährlich. Oh, ja, das ist es zwar zweifellos, aber es muss getan werden. Um die Wirkkraft der Blitzbombe zu erproben, musst du sie in der Verderbnis im Herzen von Fort Ramos platzieren. Das passt ja eigentlich relativ gut mit den Quests, weil wir müssen da ja jetzt gleich so oder so hin. Ich möchte gar nichts erzählen, aber sie bohrt trotzdem immer weiter nach. Der berührte Taler wird vom Pech verfolgt wie ein Schiff von Möwen. Er muss Benjamin angezogen haben. Weißt du, Rosina und Benjamin waren einmal, Mannschaftskameraden auf demselben Schiff. Kennt Benjamin? Ja. Und es wundert mich nicht, dass er Rosina nichts gesagt hat. Er war schon ein Enkel, bevor wir hier gelandet sind.
Du musst Benjamin besiegen und ihm den Taler abnehmen, damit ich ihn vernichten kann. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe so das Gefühl. Warte. Ich will was gucken. Ich habe ja den Live-Chat bei mir. Also ich mache das ja immer live. Und jetzt will ich gerade mal was gucken. Wir waren ja da unten. Ich vermute nämlich gerade irgendwie, dass wir da unten den Benjamin haben. Deswegen gucke ich gerade ganz kurz mal. Denn ich will wissen, ob meine Vermutung stimmt. Ich könnte das zwar auch gleich auf der Map gucken, aber dann wäre es ja nicht so spannend. Also der Name von der... Ich kann es nicht lesen, weil es halt einfach so weit weg ist. Aber wir haben doch da unten den Taler geholt, oder? Und... Warte mal. Doch, jetzt kann ich es lesen. Wenn, ja. Okay. Es ist irgendein Wort noch davor stehend. Irgendein Wort steht davor. Aber da, wo wir gerade vor krasser Angst zu sterben vorweggelaufen sind, das ist Benjamin. Oder Benjamin, wie auch immer man das ausspricht hier in New World. Und ja, nun. Vor 12 Minuten sind wir vor ihm weggelaufen. Und jetzt müssen wir ihn umbringen. Zum Glück habe ich mich nicht auf den Kampf eingelassen, eben gerade. Und seht ihr? Ich habe recht gehabt. Meine Vermutung wurde wahr. Wir müssen hier unten hin. In die Ecke von ihm umbringen. Okay. Warte mal. Hier ist was. Sammeln. Sammeln immer gut. Stärke. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass Stärke plötzlich unter Konstitution ist. Auf haltbarer Stich. Rückenstich verleiht Mut. Mut verhindert durch Angriff ins Taumeln zu geraten. Wir haben hier bald alles. Wir haben einfach... Es fehlen noch 5 Sachen bei Schwert. Und, Schild fehlt noch ein bisschen mehr. Aber, lass mich raten, da steht Elite vor der Aufgabe, oder? Die Pirateninsel. Nee, nicht Elite. Achso, halt. Doch. Nee. Da. Kopf oder Zahl? Vorhin hieß es Münzwurf, jetzt ist es Kopf oder Zahl. Elite. Abheften. Genau. Das haben wir. Dann haben wir doch nicht 100% aller Quests. Dann haben wir auch eine Elite-Quest. Und wir haben da die Quest. Da kommt man easy hin. Das heißt, in dieser Folge jetzt. Was heißt die Folge? Wir reisen jetzt hin und gehen zurück und reisen dahin. In der Hoffnung, dass die Quests endlich mal enden. Was sage ich denn da? Natürlich enden sie gefühlt nie.
Hier. Du verdienst das mehr als ich. Hä? Was ist das? Was? Das ist die Bestechung von den Wurmschwurpiraten, die sie mir gegeben haben, damit ich meinen Posten verlasse. Indem du all diese Brücken aufgesucht hast, hast du geholfen, meinen Namen reinzuwaschen. Du hast sie weitaus mehr verdient als ich. Abenteuer, Kriegshammer. Aufgabe abschließend. Sind wir fertig? Endlich, wir sind fertig. Danke. Meine Glocken mögen fort sein, aber die Wahrheit meiner Taten klingt endlich fort. Ich bin nicht mehr an meine vergangenen Taten gebunden. Gut, dann Quest Nummer 1. Wieder hier durch diese komischen Wurzeln. Und ab zu Quest 1 sozusagen. Ich gehe, glaube ich, hier unten rum. Sonst bin ich hinten am Fort und wir müssen ja zum Eingang. Ah, da ist sie da. Sprich mit Kaum-Hi. Oder wie auch immer ich es damals immer ausgesprochen hatte. Aua. Das kann ich auch. Ui, gut gesessen. Ja, hallo. Ich weiß jetzt, was ich gedrückt habe. Ich habe irgendwie die Fähigkeit aktiviert. Wenn man die ganze Zeit auf Q drückt und nicht auf 1, um die Waffe zu wechseln. Blitzbombe platzieren. Stellen. Aber ich bin mir relativ sicher, da die Quests, die wir im Dorf dann am Ende meistens dann noch bekommen, das sind wahrscheinlich wirklich so Zusatzquests, die es nicht von vornherein angezeigt werden vom Spiel, weil damit man nicht komplett überfordert ist, sondern die, die viel machen wollen, die kriegen dann viel Content. Die, die halt nur die Quests, ein paar Quests von den Sichtbaren machen, denen wird das gar nicht angezeigt. Damit wahrscheinlich die Leute dann wenigstens irgendwelche Quests machen. Ich müsste dahin. So, und genau. Und nicht dann direkt verzweifeln, dass es schon wieder so viele Quests sind, die angezeigt werden. Im Dorf direkt. Einerseits ist es, wäre es nice, wenn es angezeigt wird. Weil dann hätte ich das hier in einem Zug erledigen können, theoretisch. Vieles weitere. Aber zusätzlich glaube ich auch, dass das es auch jetzt war. Dass keine weiteren Quests mehr kommen. Also, oder so gut wie keine weiteren. Weil die Quests, die es dann zusätzlich dann noch gibt in diesem Dorf, die führen meistens an Orte, wo man bis jetzt noch nicht war. Mit den Quests, die schon von vornherein sichtbar waren. Und da wir jetzt in diesem Gebiet so gut wie überall waren, ist das halt, ja, deswegen jetzt relativ wenig nur noch, glaube ich. Wir sind tatsächlich noch nicht da unten und da unten gewesen. Das sind die einzigen.
ein. Da wären wir eigentlich auch nicht gewesen. Aber jetzt durch die Quest. Genau. Und da kommen wir wahrscheinlich hin mit einer Quest hier aus. Erstes Licht. Hoffentlich. Theoretisch. Genau. Deswegen gibt es höchstens oben noch eine Quest, wo wir da unten hin müssen. Und da ist das Gute, ich habe ja den Schnellreisepunkt schon aktiviert. In einer der letzten Folgen. Sprich, wir können da easy schnell hinreisen. Jetzt kurz hier oben die Quest abgeben. Die wird schon länger auf der Liste haben. Wir ins Dorf zurückkehren, da die Quests abgeben. Gucken, was wir Neues bekommen. Weil wenn wir da oben Neues bekommen, jetzt gleich. Weil es tauchen da auch nur welche auf, wenn man welche abgibt. Und wenn wir dann sozusagen da unten die Quests bekommen, dann lohnt es sich jetzt erstmal hoch. So logisch, weil von oben können wir nur schnell reisen. Dann können wir da vorher die Quests abgeben. Reisen nach unten an die Stelle, also beziehungsweise an die Stelle oder an die. Und wenn wir Quests da unten noch bekommen sollten, weil dies die einzige Stelle ist, weniger Quests es gab und noch Gebiete nicht entdeckt sind, gibt es vielleicht dann an der Stelle. Also ist es dann an der Stelle sinnvoll, dann erstmal die anzunehmen, statt zweimal hinzureisen. Sie sind hochwertig und stabil. Jetzt verstehe ich, wozu sie gut sind. Aber irgendetwas daran ist seltsam. Daran ist etwas Schleimiges, das sich in einen hineinfrisst, je länger man sie in der Hand hält. Willst du sie benutzen? Nein, es wäre falsch, sie zu benutzen. Sie sind von der Verderbnis beschmutzt. Mit ausreichend Zeit könnte ich vielleicht etwas Besseres entwerfen. Aufgabe abschließen. Ich komme an. Das Geheimnis des Zähmens. Der gibt uns seit Anfang an Quest. Kann er jetzt ein Geheimnis des Zähmens? Da bleibt nur noch eines zu tun. Was ist das? Finde das perfekte Haustier. Ich habe hier eine Liste mit sämtlichen Eigenschaften, die mir so vorschweben. Robust, ein schönes Fell, hält mich nachts warm, frisst alles, schmeckt gekocht gut, falls es wild werden sollte und das... Das Ganze doch nicht funktioniert, okay. Du brauchst mir nicht die ganze Liste vorlesen. Natürlich nicht. Du musst nur wissen, dass du losziehen und Wildschweinborsten sammeln musst. Nur damit kann ich meine These beweisen. Wildschweine gab es da, wo wir gerade herkamen. Das wird bestimmt nicht langweilig, versprochen. Bitte finde ein paar Wildschweinborsten, damit ich herausfinden kann, ob ich eins als Haustier haben möchte. Wie gerade gesagt, es ist gut, dass wir noch nicht... da unten sind ja Wildschweine. Ja. Wäre ich nämlich erst zurückgereist, wäre unten hingereist und dann da irgendwie hin, wäre schlecht gewesen. So, in Gasthof zurückkehren. Dort die beiden, nee, die eine Quest abgeben. Kaum he. Die Quest, die gibt es ja, ist ja für das andere Gebiet. Und man merkt jetzt schon, es geht, also es neigt sich dem Ende zu. An Ort und Stelle? Ausgezeichnete Arbeit. Das dürfte sie etwas aufhalten. Nur schade, dass ich sie nicht in Aktion erleben konnte. Solltest du mir Acht machen. Ich verlasse mich darauf. Wir müssen jetzt jeden erdenklichen Trick einsetzen, um die Verderbten aufzuhalten. Irgendwas hat ihr Verhalten geändert. Wir können also jeden neuen Vorteil gebrauchen. Stürme der Vergeltung. Okay. Mit diesem
Stressbomben können wir die Verderbten bestimmt abwehren, wenn sie unsere Festung nochmal angreifen. Keine neue Quest, keine weitere Quest zum Abgeben. Das heißt, wir reisen. Ah, nee, das eine war kaum hin. Hey. Was ist schneller? Hier bin ich auf dieser Landzunge, kann also nicht quer rüber. Und es ist so oder so sinnvoll, von da reinzugehen, da von der Brücke wieder mit Geronimo zu droppen, wie wir es schon einmal gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwo kam ich weiß nicht, woher kam das mit, dass man Geronimo schreit, wenn man eine Brücke runterspringt in Spielen. Ich weiß nur, dass das alle möglichen Leute machen und dass man sich irgendwie daran gewöhnt. Aber woher stammt das eigentlich? Könnt ihr ja mal gerne in den Kommentaren, in den Chat schreiben. So. Wir müssen genau geradeaus. Da vorne ist der Eingang. Ich sehe ihn schon vor mir. Und ich... Was? Also ja. Wildschweinwurst. Ach, die gibt es auch schon hier vorne. Okay. Das gilt die ganze Insel. Gut, das ist auch mittig. Oh. Kann das sein, dass die größeren Symbole immer die ganze das ganze Gebiet bedeuten und die kleinen immer nur ein gewisser Teil? Weil das gelbe Questteil, was da mal war vor ein paar Folgen, die gelbe Quest, Fähigkeitenquest oder sowas war es ja, die war auch sehr groß und da konnten wir auch am Strand entlaufen. Da unten. Und die machen. Obwohl das Icon hier war. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare auch schreiben. Wenn ihr es wisst. Ich sollte jetzt mehr aufpassen und nicht mehr irgendwie 10 Leute auf den Hals setzen. Und dann wird es plötzlich zu viel. Das ist gut. Übrigens ist die Sättigung gerade vor einer Sekunde abgelaufen. Sieht das jetzt die letzten 3 Mal immer so mitbekommen habe. Direkt. Siegewurm, Spurpiraten. Hier ist noch eine Kiste. Zettel gab es hier, glaube ich, nicht. Huch. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Moment. So. Oh, hier ist noch eine Kiste. Aber mit hier hinten hin. Wollte ich eigentlich hier gleich mit erledigen, aber gut. Autsch. Ah, das sind die wieder. Kann ich ja gar nicht leiden hier. Die Plankengänger. So, hier sind noch welche.
Hier ist wieder so ein Plankengänger. Er soll mal über die Brücke gehen. Das ist jetzt die neue Planke. Dann schubst sich ihn in die Wildschweinruft. Ui. So, jetzt brauche ich noch einen. Da oben war, glaube ich, noch einer. Deswegen war ich hier. Ach, gar nicht mehr hochgehen. Ich gehe aber trotzdem hoch. Ah, nee, der zählte gar nicht dazu. Okay. Oh, hier ist gar keiner. Ja gut, dann kann ich mir die Kiste alleine. Hier ist gar keine. Ich wurde verlassen. Warte. Das haben wir gleich. Muss halt nur irgendwie hier anloggen. Das sieht doch gut aus. Dann brauche ich nicht so lange warten, bis die hier oben wieder respawnen. Und ich muss auch nicht zurückgehen. Denn die Gegner kommen einfach zu mir. Wenn das Pathfinding nicht so wäre, wie es ist. Wo muss ich hin? Ah, genau. Das ist die Quest, die ich meinte. Es wird safe eine Quest hier runter geben. Deswegen brauche ich die Landmarken, glaube ich, alle gar nicht akut. Immer aktiv. Akut. Aktiv, meinte ich. Einsammeln. Denn die geben immer direkt schon. Was? So, Geronimo. Also die geben halt zu jedem Gebiet, glaube ich, immer genügend Quests dazu, zu den Landmarken. Vielleicht ist es sogar so, dass es zu jeder Landmarke eine Quest gibt. Das ist, glaube ich, sogar so. Komm, den schaffen wir. Nicht, oh mein Gott. Ich glaube, den umgehe ich auch wieder. Oh. Schnell rüber. Sammle Wildschweinborsten. Haben zwei Stück. Ich hoffe, die Ecke hier zählt auch noch. Das ist ein Krokodil hinter mir her. Auch nicht sonderlich gut, aber besser als die... zu High Level. Der Chat schreibt, fragt auch schon, was ist, wenn er tot ist. Der Chat weiß, was ich meine, wenn ich davon rede. Die sind zu High Level. Für mich meistens tot. Wenn man, ja. Und auch an die in der Folge. Wenn ihr nicht wisst, wie das ist, auch nicht hier stirbt. Man verliert irgendwie ein Item. Mir ist aber noch nie aufgefallen, was. Vielleicht verliert auch einfach ein Item Reparatur. Faulen Flöhe. Und man spawnt einfach an irgendeinem Punkt, den man zuletzt geladen hat. Gaststätte. Zuletzt besuchtes Dorf,
oder Schnellreisepunkt. Das würde für mich hier in diesem Gebiet heißen, ich würde, wenn ich hier sterben würde, wegen dem Elite-Bollwerk oder dem Verderbnis, würde ich entweder, glaube ich, hier spawnen können. Es gibt immer 3 Auswahlmöglichkeiten. 4, wenn ich ein Zeltlager hätte. Entweder hier oder in der zuletzt besuchten Siedlung. Nee, zuletzt waren wir auch hier. Okay. Oder hier. Oder hier. Gasthof. Gasthof angemeldet. Siedlung oder Schnellreisepunkt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen sind wir vor Benjamin vorhin geflüchtet. Und deswegen lasse ich auch extra diese Quests mit den Elite-Sachen und Elite-Bollwerke weg. Das haben wir ja in allen Gebieten. Schon wieder ein Viertel vom Inventar voll. Ich meine, ich habe sogar zwischendurch, seitdem ich das letzte Mal gesagt habe, wir haben ein Viertel voll, sogar ein Skelett gehabt. So, genau. Hier haben wir nämlich Elite-Kampf. Dann haben wir natürlich hier die Expedition-Quests. Hier ist ein Elite. Da ist Elite. Da ist Elite. Und das ist keine Elite, das ist Nebenquest. Ich will jetzt aber Quest nachgehen.